ihr das selber macht, mit einem Feuer, was es frei zum Download gibt, das zeige ich euch heute. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, wünsche euch viel Spaß mit dem Tutorial und los geht's nach dem Intro. Fantastic. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute hier wieder auf meinem Kanal. Heute gibt es kein Einsatzvideo, sondern ein Tutorial, und zwar wie ihr auf eurer eigenen Map Feuer platzieren könnt. Das heißt, damit könnt ihr dann auf der Map Feuer ins platzieren, was ihr dann in einem Einsatz abarbeiten könnt. So, denn LS Feuerwehr hat gefragt unter dem letzten Video, ob das Feuer frei zum Download steht. Und da es das Feuer vom LS17 ist, was ihr benötigt, steht es frei zum Download. So, und was ihr dann mit dem Feuer vom LS17 machen müsst, das zeige ich euch in diesem Video. So, also, wir fangen mal an. So, ihr braucht das platzierbare Feuer vom LS17. Das findet ihr auf baustellenmods.de. So, den Link zum Feuer findet ihr auch nochmal hier unter diesem Video in der Videobeschreibung. So, das Feuer ladet ihr euch runter und entpackt das Feuer dann aus der ZIP-Datei in die Map, wo ihr das Feuer platzieren wollt. So, ich führe das heute mal am Beispiel Candlelight vor. Da ich die Map jetzt gerade da hatte. So, und dann seht ihr hier schon FS17 Placeable Fire. So, das hier ist das ganz normale Feuer vom LS17, also würde im LS17 laufen. So, wichtig für uns ist vor allem der Ordner Assessed. So, hier hatten wir nämlich Rauch und das letztendliche Feuer. So, dann geht ihr jetzt in den Giants Editor. Und wichtig, es muss die 8.2.0 oder auf jeden Fall die 8er Version sein, also für den LS19. So, dann geht jetzt oben auf File, Import. So, sucht euch denn aus eurer Map das Feuer, klickt darauf, geht in den Ordner Assessed und dann habt ihr hier jetzt schon die ganzen i3D-Dateien. So. Wir nehmen jetzt einfach mal das Feuermittel und importieren das. So, das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, dann seht ihr jetzt hier, habt ihr das Feuerpartikelsystem drinne. So, wir suchen uns jetzt einfach mal einen schönen Platz. Ich würde sagen, auch gar nicht so lange. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Volksbank. So, damit ihr jetzt eine Stunde lang das Feuer hierher ziehen müsst, drückt jetzt einfach Steuerung und B und klickt dann jetzt einfach einmal mit der linken Maustaste hier hin. So, da seht ihr, jetzt ist das Steuerdreieck da. So, jetzt seht ihr noch nichts. Jetzt müsst ihr hier oben einmal auf Play drücken. So, und jetzt seht ihr, funktioniert das Feuer. So, damit ihr das jetzt platzieren könnt, da fehlt eigentlich nicht mehr viel, schiebt ihr das jetzt einfach dahin, wo ihr es hin haben wollt. So, ihr könnt die Größe hier drüber noch verändern, Breite, ne, also wie ihr das haben wollt. So, jetzt haben wir denn den Brand am Eingangsbereich. Und das würde jetzt eigentlich schon reichen. Und das Feuer würde jetzt, wenn wir die Map laden, direkt da sein. So, allerdings hat das Feuer jetzt noch keinen Rauch. So, das heißt, wir können uns hier eine Transform Group erstellen, die wir dann, ja, Feuer nennen.
So, dann drückt ihr Steuerung X, Steuerung V. Dann habt ihr das hier in eurer Transform-Gruppe. Damit behaltet ihr einfach besser den Überblick. So, jetzt gehen wir nochmal auf Import und jetzt laden wir uns den Rauchmittel. So, das dauert jetzt auch wieder einen kleinen Moment, bis das geladen ist. So, jetzt wieder Steuerung B. Dann einmal hier reindrücken. Dann drücken wir wieder einmal auf Play, so dass der Rauch dann entsteht. So, und das Ganze müssen wir dann jetzt nur noch bisschen zurechtschieben. So. Auch das können wir dann hier in unsere Transform Group machen. So, und dann seht ihr, haben wir hier Feuer mit Rauch. So, und so einfach geht's. So, jetzt speichert ihr die Map. Während die Map jetzt speichert, muss ich euch noch ein paar Sachen sagen. Jetzt ist es so, dass immer wenn ihr das Feuer wieder von der Map entfernen wollt, müsst ihr das in dem Giants Editor machen. So, jetzt gibt es aber auch eine Möglichkeit, wie ihr das Feuer, also wie ihr das so einstellen könnt, dass das Feuer auch so wieder in Anführungszeichen weggeht, also verschwindet auf der Map, ohne dass ihr hin und her switcht zwischen Editor und dem LS19. Wenn ihr dazu ein Tutorial haben wollt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und oben rechts in der Infobox findet ihr jetzt eine Abstimmung. Wenn genug Leute ein Tutorial wollen, werde ich dazu eins erstellen. So, die Map habe ich jetzt fertig geladen. So, das heißt, wir können die Map jetzt schließen. Und jetzt müssen wir die Map, die wir entpackt haben, also die Map muss auch entpackt sein, wieder zu einer ZIP-Datei hinzufügen. Das macht ihr einfach über 7-Zip. So, das dauert einen kleinen Moment. Wir sind jetzt im LS19. So, jetzt gehen wir auf unsere Map. Ihr seht, ich habe die auch schon gespeichert mit einem gewissen Spielstand. Dann kann ich euch jetzt auch gleich nochmal zeigen, dass da wirklich nichts verändert ist. So, die Map ist fertig geladen. So, dann wechseln wir auch direkt einmal ins funktioniert. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch damit viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und denkt dran, wenn ihr das Tutorial haben wollt, ohne jetzt wieder den Map-Editor zu müssen, um das Feuer abzuschalten, lasst einen Daumen nach oben da, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Dann wird demnächst ein Tutorial kommen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!